Papa? Was machst du hier? Was ist passiert? Was ist mit Mama? Ja, geh raus, Mama ist tot. Was? Mama? Mama? Nein! Wir müssen sofort die Polizei holen. Aber ich will zu ihr. Nein, mein Schatz. Wir müssen ihr helfen. Mein Schatz, es tut mir so leid. Nein. Und sag bitte nichts. Sag bitte nichts. Lass das neben mir. Herr Schmitz, ich weiß, es ist jetzt nicht leicht, aber könnten Sie mir vielleicht mal erzählen, was hier eigentlich passiert ist? Ja, ich versuch's. Na, lassen Sie sich Zeit. Ich begreife das noch gar nicht. Also ich bin vorhin nach Hause gekommen, vor einer Stunde. Bin in den Keller gegangen, um was zu trinken zu holen. Sehe meine Frau. Dachte, sie ist ohnmächtig geworden. Und dann habe ich das Blut gesehen. Und einen Schusswund an ihrem Kopf. Und ja, haben wir sie angerufen. Die hier haben wir unten gefunden. Das dürfte wohl die Tatwaffe sein. Herr Schmitz, wissen Sie, wem diese Waffe gehört? Das ist meine. Das ist Ihre. Nein. Könnt ihr sonst schon irgendwas sagen? Der Kollege untersucht gerade die Eingangstüren auf andere Bruchspuren. Aber im Moment sieht es ganz so aus, als wäre nicht eingebrochen worden. Ja. Du bist nach deinem Vater nach Hause gekommen, ist das richtig? Und ist dir da irgendwas aufgefallen? Kam dir irgendwas komisch vor, anders als sonst? Mila. Lass mich! Ich werde mal nach ihr sehen. Herr Schmitz, ich muss Sie mit aufs Präsidium nehmen. Wieso? Glauben Sie, dass ich meine Frau umgebracht habe? Naja, zunächst einmal ist das erstmal reine Routine. Aber Ihnen muss schon klar sein, dass hier ein Anfangsverdacht besteht, zumal die mutmaßliche Tatwaffe ja Ihnen gehört. Ich habe nicht meine Frau umgebracht. Herr Schmitz, ich muss Sie als Beschuldigter einer Straftat darüber aufklären, dass Sie jetzt nichts mehr sagen müssen. Sollten Sie sich dennoch einlassen, dann kann alles, was Sie jetzt noch sagen, vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Und Sie haben auch das Recht, sich einen Anwalt zu nehmen. Ich weiß gerade wirklich nicht, was ich glauben soll. Ich krieg das Bild nicht von meinem Vater aus dem Kopf, wie er vor meiner Mutter kniet mit der Waffe in der Hand. Und dann soll ich der Polizei auch nichts davon erzählen. Ich weiß nicht, ob er die Polizei gerade angelogen hat oder ob er die Wahrheit gesagt hat. Nein, die ist nicht tot. Ich habe sie heute noch gesehen. Der geht's gut. Wer sind Sie bitte, wenn ich fragen darf? Ich bin Eva Jeske. Ich bin Simones Schwester. Und Sie wohnen auch hier in dem Haus? Ja, ich wohne oben im Obergeschoss. Okay, dann müsste ich Sie also auch bitten, mit aufs Präsidium zu kommen. Wir müssten Sie dann auch zur Tat befragen. Und ich weise Sie darauf hin, dass Sie also dann bitte erstmal nicht den Keller und die Wohnung Ihrer Schwester betreten. Da sichern die Kollegen noch die Spuren. Ja. Ihre Nichte Mila nehmen wir dann schon mal mit. Mila, kommst du mit mir? Und Sie kommen dann bitte nach. Ja. Ich komme mir vor wie ein Schwerverbrecher. Ich kann nur hoffen, dass die Polizei mich nach meiner Aussage wieder laufen lässt. Aber dafür brauche ich auf jeden Fall Rechtsbeistand. Schreinergeselle Matthias Schmitz und seine 17-jährige Tochter Mila werden zur Vernehmung aufs Polizeipräsidium gebracht. Der 40-jährige Familienvater hat große Angst, unschuldig im Gefängnis zu landen und sein geschocktes Kind alleine zu lassen. Er hat bereits Anwältin Eileen Minna zur Hilfe gerufen. Dürfte ich ganz kurz bitte mit meinem Mandanten mal ein Vier-Augen-Gespräch führen? Ich hatte jetzt noch keine Zeit, mich mit ihm zu beraten. Ach so. Und danach würde er sich dann gegebenenfalls zur Sache äußern. Okay, na, dann können Sie das Büro nutzen, ne? Danke. Genau, Sie sagen Bescheid, wenn Sie wieder fertig sind. Auf jeden Fall, danke. So, die Polizei hat mich schon informiert und auf den Kenntnisstand gebracht. Ich weiß, was passiert ist und auch, was ihnen vorgeworfen wurde. Also so stimmt das alles nicht. Fakt ist, ich habe meine Frau gefunden. Ich habe sofort die Polizei verständigt.
Mehr habe ich damit nichts zu tun. Jetzt bin ich hier. Aber ich meine, es ist schon richtig, dass die mutmaßliche Tatwaffe, die gefunden wurde am Tatort, dass es ihre ist. Das ist meine Waffe, ja. Gibt es denn sonst noch irgendjemanden, der Zugang zu dieser Waffe gehabt haben könnte? Ich bin Sportschütze. Ich darf eine Waffe benutzen. Ich war gestern Abend noch in meinem Verein, Schießübungen gemacht, ganz normal. Und vielleicht, ich kann es mir nicht vorstellen, aber vielleicht habe ich meinen Waffenschrank nicht richtig verschlossen. Haben Sie das denn auch der Polizei gesagt? Ich wurde ja nicht danach gefragt. Meine Frau weiß natürlich, wo der Schlüssel ist, sonst niemand. Herr Schmitz, meinen Sie, dass Ihre Frau sich das Leben nehmen wollte? Meine Frau wollte sich ganz bestimmt nicht das Leben nehmen. Wir waren glücklich, eine glückliche Familie. Verstehen Sie? Glücklich. Das hätte sie niemals meiner Tochter und mir angetan. Das muss jemand anderer gewesen sein. Ja gut, aber Herr Schmitz, ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Die Polizei hat bisher keine Einbruchsspuren finden können. Also, wir gehen davon aus, dass Ihre Frau den Täter kannte. Sie hat ihn freiwillig ins Haus gelassen. Aus diesem Grund frage ich mich natürlich, ob sie eventuell irgendwelche Feinde gehabt haben könnte. Wollte Ihre Frau irgendjemand was Böses? Böses? Wir sind eine ganz normale Familie. Im Umfeld, ganz normales Umfeld. Mit den Nachbarn verstehen wir uns gut. Jeder hat meine Frau gemocht. Ich kann nur hoffen, dass die Polizei möglichst schnell den Täter findet. Den Täter, der mir und meiner Tochter alles genommen hat. Das Liebste genommen hat. Nach all den Gesprächen komme ich im Moment zu dem Entschluss, dass mein Mandant kein Tatmotiv hat. Daran ändert natürlich auch nichts die Tatsache, dass die ordnungsgemäß auf ihn angemeldete und registrierte Tatwaffe seine Fingerabdrücke enthält. Ich hoffe einfach, dass wenn Herr Schmitz und auch seine Tochter den ersten Schock überwunden haben, dass sie mir dann weitere Informationen geben können, die uns einfach helfen, den wirklichen Täter schnellstmöglichst zu finden. Denn nur so kann ich meinen Mandanten im Moment helfen. Never have time to give you. Dank Anwältin Eileen Minner darf Matthias vorerst nach Hause zu Mila. Er weiß nicht, wie er seiner Tochter beweisen soll, dass er ihre Mutter nicht getötet hat. Seine arbeitslose Schwägerin Eva Jeske, die mit im Haus wohnt, ist ihm dabei auch keine Hilfe. Eva, grüß dich. Du warst ganz schön lange weg. Ja gut, ich bin froh, dass Sie mich haben gehen lassen. Die Waffe, mit der Simone erschossen worden ist, meine. Wo ist Mila? Die ist in ihrem Zimmer. Okay, ich muss mit ihr reden. Lass sie bitte in Ruhe. Die steht total unter Schock. Das ist viel zu viel für sie. Natürlich steht sie unter Schock und deswegen muss ich auch mit ihr reden. Lass sie bitte in Ruhe. Ihre Mutter ist gerade erschossen worden. Die haben dich mitgenommen und bis jetzt gerade verhört. Ja, mein Gott, und deswegen muss ich auch mit dem Mädchen reden, verstehst du? Ist doch klar. Sie ist zwar deine Tochter, aber sie ist meine Nichte. Bitte, Eva, lass uns einen Augenblick in Ruhe. Bitte, tu mir den Gefallen. Mila. Mila, mach bitte auf. Ich will alleine sein. Mila, ich bin oben, ne? Du weißt, wo du mich findest. Mila, Mäuschen. Mein Schatz, mach auf. Ich weiß schon, wie das ausgesehen haben muss, als du in den Keller gekommen bist. Weißt du, ich an deiner Stelle. Ich würde auch an mir zweifeln, aber... Schatz, hörst du mich? Du weißt doch, wie sehr ich die Mama geliebt habe. Das weißt du doch. Bitte mach die Tür auf. Mach auf. Mila. Mein Gott. Ich kann das Bild einfach nicht vergessen. Ich hab's wirklich niemandem gesagt, Papa, aber du hattest die Pistole in der Hand und... Und dann sagst du auch noch zu mir, ich soll es der Polizei nicht erzählen. Ich weiß, Mila. Guck mal, das war so. Ich bin in den Keller runter. Ich hab die Mama gesehen. Ich hab die Pistole gesehen. Weißt du, was das heißt? Das ist meine Pistole gewesen, mit der die Mama erschossen worden ist. Als ich das gesehen habe, ich hab die Waffe in die Hand genommen. Hab nicht nachgedacht, völlig fassungslos, dass die Mama da tot ist. Du weißt doch, was die Leute jetzt alle denken. Siehst du doch? Die denken alle, dass ich das war. Ich kapiere einfach gar nichts mehr. Mäuschen, guck mich an. Du musst mir glauben. Du musst mir glauben, dass ich das nicht war. Glaubst du mir das? Du, Mila, ich habe die Mama genauso lieb gehabt wie du. Das weißt du. Ich bin genauso geschockt, genauso entsetzt wie du. Guck mich an. Glaubst du wirklich, dass ich der Mama das angetan habe? Glaubst du das?
Warum sollte ich das tun? Ich habe so eine Angst. Mama, komm nie wieder. Oh mein Schatz. Und ich will sie nie wieder sehen. Oh Mäuschen, komm, tut ja. sowas? Ich meine, wer schießt Mama? Mir hat doch niemand was getan. Mäuschen, weißt du, was das Allerwichtigste ist? Hör mal zu. Das Allerwichtigste ist, dass wir jetzt als Familie zusammenhalten. Hörst du mich? Ja. Wir müssen jetzt das zusammen durchstehen. Verstehst du? Ich habe in Papas Augen gesehen, dass er die Wahrheit gesagt hat. Er hat recht. Wir müssen jetzt zusammenhalten. Ich meine, wir haben ja nur noch uns. Go row the boat. Matthias und seine Tochter Mila versuchen, mit dem schmerzhaften Verlust der Mutter klarzukommen. Sie schauen sich Bilder aus glücklichen Tagen an. In ihrer Trauer werden sie jedoch von den Kommissaren Stefan Lüttke und Melanie Sprate jäh unterbrochen. Hallo, Herr Schmitz. Ja, Herr Schmitz. Das Gericht hat den Haftbefehl gegen Sie wieder in Vollzug gesetzt. Ja, wir müssen Sie festnehmen. Was? Ich habe doch schon alles gesagt. Ja, Herr Schmitz, nachdem wir die Leiche Ihrer Frau untersucht haben, haben wir festgestellt, dass keinerlei Schmauchspuren an den Händen zu finden waren. Das heißt, sie kann gar keinen Selbstmord begangen haben. Moment mal. Ich bin auch erkennungsdienstlich behandelt worden. Bei mir haben Sie auch keine Spuren gefunden. Ja, Herr Schmitz, wir wissen, dass Sie ja ein passionierter Sportschütze sind und gehen ganz fest davon aus, dass Sie ganz genau wissen, wie man Schmauchspuren vermeidet. Außerdem könnten Sie Handschuhe getragen und die gleich entsorgt haben. Nein. Das ist doch jetzt nicht wahr. Sie wollen, nein, mein Papa Sie wollen mich ist unschuldig. Auch jetzt mit, Sie wollen mich doch jetzt nicht mitnehmen. Das müssen Sie ihm glauben. Mila, es tut mir leid, aber dein Vater Moment. Ist der Einzige, der als Täter in Frage Moment, das kommt. Muss doch deswegen nicht müssen sein, wir leider fest. Aber er hat meine Mama geliebt. Er wird sowas niemals tun. Niemals. Herr Schmitz, Sie können gerne Ihren Anwalt anrufen, aber jetzt kommen Sie bitte mit. Sie wollen mir doch jetzt keine Handschellen hier anlegen, oder was? Wir müssen das so tun. Sie wollen mich nicht mit Handschellen aus dem Haus führen. Das werden wir nicht machen. Machen Sie kein Theater. Ich komme doch so mit, bitte. Einmal umdrehen, bitte. Das ist unmöglich. Das könnt ihr doch nicht machen, bitte. Ich hab wirklich ihn ohne meinen Vater. Das könnt ihr mir nicht antun. Das ist das Allerletzte, was Sie hier machen. Das kann ich Ihnen sagen. Herr Schmitz, mein Schatz, kommen Sie bitte mit. Papa, halt dich, okay? Ich hol dich da raus. Wir holen dich da raus. Bin bald wieder da. Ich hab dich lieb. Das ist doch alles nicht fair. Die Polizei sollte lieber mal ihre Arbeit richtig machen und den richtigen Mörder finden von meiner Mutter. Die haben doch gar nichts gegen meinen Vater in der Hand. Matthias kommt in U-Haft und ist verzweifelt. Ehefrau Simone war seine große Liebe. Nun soll er ihr Mörder sein. Und seine 17-jährige Tochter ist jetzt ganz alleine. Der Familienvater hofft, dass Eileen Minna seine Unschuld schnell beweisen kann. Herr Schmitz, wir müssen jetzt einfach wirklich unser großes Augenmerk darauf legen. Wir müssen herausfinden, was ist in den Minuten passiert, bevor Ihre Tochter Sie mit der Waffe gesehen hat. Was ist davor passiert? Ja, ich denke die ganze Zeit nach. Ich habe ja Zeit genug. Ich mache mir Sorgen um meine Tochter. Was wird aus meiner Tochter? Mitgefangener hat gesagt, dass man ihm die Kinder weggenommen hat, das Jugendamt. Klar, verstehe ich, dass Sie sich Sorgen um Ihre Tochter machen. Ich meine, das hängt natürlich jetzt davon ab, wie lange Sie noch inhaftiert sind. Wenn Sie wirklich eine längere Zeit eingesperrt werden sollten, dann kann das schon passieren, dass das Jugendamt ihre Sorgeberechtigung ruhend stellt. Und dann würde sich natürlich auch das Jugendamt einschalten und einen entsprechenden Vormund für Mila suchen. Okay. Und gibt es da eine andere Möglichkeit noch? Na klar, die Vormundschaft kann natürlich auch von einem nahen Verwandten übernommen werden. Also die Möglichkeit besteht. Also meine Schwägerin könnte es praktisch auch machen. Zum Beispiel? Also ich habe wirklich kein gutes Verhältnis zu meiner Schwägerin. Aber ich weiß, dass Mila sich sehr gut mit ihrer Tante versteht und Eva würde sich sehr gut um meine Tochter kümmern. Ich kann mich ja mal mit ihrer Schwägerin und eben auch mit ihrer Tochter unterhalten. Mhm. Ich werde den beiden das mal erzählen und einfach mal schauen, wie die beiden darauf reagieren, ob sie sich das vorstellen könnte. Vor allem, ob ihre Schwägerin sich vorstellen könnte, die Vormundschaft zu übernehmen. Was mich natürlich jetzt im Moment noch mehr interessiert, ist, warum gibt es denn Streit zwischen Ihnen und der Frau Jeske? Naja, was soll ich sagen? Wir sind erstens grundverschieden. Mhm. Und wenn es Probleme gab oder Streit gab zwischen mir und meiner Frau, was selten vorkam, aber wenn, dann immer wegen ihrer Schwester. Immer. Und was waren da so die Knackpunkte, die Anhaltspunkte? Was war denn der Streitauslöser? Meine Schwägerin hat es nicht leicht gehabt in ihrem Leben. Ihr Ex-Mann hat sie mit einem Haufen Schulden zurückgelassen, allein. Meine Frau hat sie aufgenommen, bei uns im Haus. Ich war auch einverstanden. Ich dachte, es ist kurzfristig. Aber mittlerweile, meine
Schwägerin hat ihre Schulden im Griff, ist finanziell wieder okay, aber ist der Meinung, auch weiterhin mietfrei bei uns wohnen zu dürfen. Sagen Sie mal, können Sie sich vorstellen, ist jetzt nur mal ein Gedanke, dass sich gestern eventuell Ihre Frau mit Ihrer Schwester gestritten hat? Sie meinen, dass meine Schwägerin meine Frau erschossen hat? Hm? Nein, das kann man ausschließen. Die haben sich wirklich sehr, sehr gut verstanden, die beiden. Das war ja auch nur so ein Gedanke. Aber wenn Sie jetzt einfach nochmal die letzten Monate Revue passieren lassen, fällt Ihnen da irgendein Sachverhalt ein? Fällt Ihnen irgendwas ein, irgendeine Szene oder was auch immer, dass Ihre Frau sich eventuell mit jemandem gestritten hat? Gab es Streit? Hatte sie Feinde? Meine Frau hatte keine Feinde. Jeder hat meine Frau geliebt. Meine Frau war einfach, den musste man mögen. Verstehen Sie? Na gut, ich würde mich dann jetzt um die Vormundschaft kümmern. Und sobald es da irgendwie was Neues gibt, würde ich mich bei Ihnen melden. Okay. Ja? Ich liebe Mila mehr als mein Leben. Bei der Vorstellung, dass wir getrennt werden können, bricht mir das Herz. Die Kleine hat gerade ihre Mutter verloren und ich werde hier unschuldig festgehalten. Mila hängt sehr an ihren Eltern. Der Verlust der Mutter und die Trennung vom Vater sind für die 17-jährige Schülerin schwer zu verkraften. Zudem geht ihr das Bild nicht aus dem Kopf, dass sie ihren Papa mit der Tatwaffe gesehen hat. Anwältin Eileen Minna will dem Mädchen helfen. Ich wollte dich fragen, ob es für dich okay wäre, wenn du in der Zeit, wo dein Papa jetzt noch in U-Haft ist, ob du dann mit deiner Tante zusammen hier im Haus wohnen bleiben möchtest. Und das findet Papa wirklich gut? Ja, also ich meine, er möchte nur das Beste für dich. Gut, dann komme ich damit auch zurecht, dann machen wir das so. Sag mal, aber irgendwas ist doch noch, oder? Sie haben doch eine Schweigepflicht, oder? Klar, grundsätzlich alles, was mir meine Mandanten erzählen, unterliegt der Verschwiegenheitspflicht. Du kannst es mir trotzdem erzählen und ich verspreche dir, dass ich es nicht weitersagen werde, es sei denn, ich kann deinem Vater damit helfen. Ja, wissen Sie, ich glaube meinem Vater wirklich, aber ich habe gesehen, wie er mit der Pistole in der Hand dastand und mit der Pistole mit der Mama erschossen worden ist. Das heißt, ein paar Zweifel hast du schon auch noch. Nein, ich meine, er hat mir auch erklärt, wieso es so war. Aber, ich hätte das doch bestimmt der Polizei erzählen müssen. Ich meine, kann ich dafür denn jetzt nicht bestraft werden? Nein, natürlich nicht. Schau mal, du bist seine Tochter. Und als seine Tochter unterliegst du natürlich auch dem Zeugnisverweigerungsrecht. Das heißt, niemand hätte dich zwingen können, gegen ihn auszusagen. Also du musst deinen Vater nicht belasten. Das ist wenigstens eine gute Nachricht. Das mit der Pistole, wussten Sie das? Ja, er hat es mir gesagt. Und er ist auch wirklich sehr glücklich, dass du ihm glaubst. Und er hofft natürlich wirklich, dass es auch so bleiben wird. Natürlich, ich stehe komplett hinter ihm. Klar, am Anfang war ich komplett durcheinander, aber inzwischen weiß ich sehr, sehr sicher, dass er Mama nicht ein Haar gekrümmt hätte. Und ich bitte Sie, das müssen Sie unbedingt beweisen. Das verspreche ich dir. Sag mal, wo ist denn deine Tante? Ich würde ganz gerne mit ihr auch noch mal reden. Die ist unten im Keller. Im Keller? Dann gehe ich jetzt mal zu ihr. Lieben Dank, ja. Dankeschön. Der Tod meiner Mutter ist wirklich schrecklich. Aber die Verhaftung von meinem Vater, das raubt mir wirklich das letzte bisschen meiner Kraft. Und gerade jetzt könnte ich ihn so gut gebrauchen. Ich glaube, alles wäre viel einfacher, wenn er einfach hier wäre. Hallo, Frau Jeske. Oh Gott, haben Sie mich erschrocken. Entschuldigung, das wollte ich nicht. Ich habe auch nur eine Frage an Sie. Ja. Und zwar geht es um Ihre Nichte. Können Sie sich vorstellen, dass Sie für die Zeit, wo sich Ihr Schwager noch in U-Haft befindet, die Vormundschaft für Ihre Nichte übernehmen können? Ja, natürlich. Ja? Ja, wie funktioniert denn sowas? Was muss ich denn da tun? Ich würde eigentlich alles veranlassen und Sie müssten nichts weiter machen. Das heißt, ich spreche mit dem Jugendamt und dann würde sicherlich ein Sachbearbeiter vom Jugendamt mal Verbindung mit Ihnen aufnehmen, schauen, wie Sie mit der Mina zurechtkommen und letztendlich entscheidet dann sowieso das Gericht. Ja. Ja, okay. Ja, ich würde alles dafür tun, dass sie nicht noch mehr leiden muss, ne? Das ist ja für mich schon schlimm genug zu ertragen. Wie muss das für die Lütte sein? Aber wer bringt meine Schwester um? Wer macht denn sowas? Wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, glauben Sie auch nicht daran, dass sich Ihre Schwester das Leben genommen hat? Nein, das glaubt niemand. Nein, also ich meine, ich glaube das ja auch nicht. Und ich bin ja auch hier, um die Unschuld Ihres Schwagers zu beweisen. Aber ich meine, dafür brauche ich natürlich jeden noch so kleinen Hinweis. Wie sieht das denn aus mit Matthias?
Wie sind denn seine Chancen, aus der Haft entlassen zu werden? Naja, im Moment ist er natürlich ganz klar der Hauptverdächtige. Hm. Aber ich meine, nach all den Gesprächen, die ich auch mit ihm geführt habe, ich meine, er hat kein Tatmotiv. Er hat keine Schwierigkeiten. Ja, er hat eine intakte Ehe geführt. Aha. Sagt er sowas? Ja, klar. Und meine Mila hat mir das natürlich auch gesagt. Wieso, sehen Sie das anders? Ja, also ehrlich gesagt schon. Simone hat mir erzählt, dass zwischen den beiden die Luft raus ist und dass sie Matthias auch verlässt, sobald Mila aus dem Haus ist. Und ich glaube nicht, dass Matthias das nicht wusste. Nur weil ein bisschen die Luft raus ist, heißt es ja nicht gleich, dass ich eine Ehe aufs Spiel setze. Ja, also Simone hat mir schon erzählt, dass sie auch jemanden kennengelernt hat, ne? Also so richtig rausgerückt mit der Sprache ist sie da nicht. Ich habe danach gebohrt, aber ich kenne sie schon. Ich erkenne das schon, wenn da was im Busch ist. Das heißt, Sie kennen den Mann auch nicht und Sie haben letztendlich auch keine Idee, um wen es sich hier handeln könnte? Nein. Nee, keine Ahnung. Haben Sie denn, also hatte Ihre Schwester denn irgendwelche Hobbys? Schon. Sie ist regelmäßig zum Yoga gegangen hier unten an der Ecke an dem Yoga-Studio da. Vielleicht hat sie ihn da kennengelernt. Nee, das glaube ich nicht. Ich bin ja immer mitgegangen, regelmäßig auf jeden Fall. Und da war kein Typ, dem sie jetzt verliebte Blicke oder so zugeworfen hätte. Nee, das hätte ich gemerkt. Da war nix. Und Sie können es ausschließen mit Sicherheit? Nee, zu 100% kann ich das auch nicht ausschließen. Aber meine Schwester, die ist wie so ein offenes Buch, wenn die verliebt ist. Wenn sie verliebt war. Und ich möchte jetzt hier bitte gerne weitermachen. Alles klar. Ich würde mich dann bei Ihnen melden, wenn ich mit dem Jugendamt gesprochen habe, ja? Ja. Im Moment ist es für mich natürlich sehr schwer einschätzbar, ob Frau Jeske mir die Wahrheit sagt. Sicherlich besteht die Möglichkeit, dass sich Frau Schmitz nur ihrer Schwester anvertraute und Mila und ihr Mann nichts von der Affäre wussten. Sollte es diesen Mann tatsächlich geben, dann muss ich ihn natürlich schnellstmöglichst finden, denn er könnte in diesem Fall hier eine Schlüsselfigur sein. Am nächsten Tag macht sich Anwältin Eileen Minna auf den Weg zum Polizeipräsidium, um Einsicht in die Strafakte ihres Mandanten zu bekommen. Dabei entdeckt sie einen wichtigen Anhaltspunkt, der Matthias entlasten könnte. Was ist das hier? Das Foto? Ja. Das hat uns jemand anonym zugespielt. Simone, mein Schatz, ich vermisse dich jede Minute. Ich kann es nicht mehr erwarten, endlich mit dir zusammen zu sein. Dein J. Und Sie wissen nicht, von wem Sie dieses Foto erhalten haben oder wer dieser Mann auf dem Foto ist? Bislang haben wir keine Hinweise zu seiner Identität, aber die Kollegen arbeiten mit Hochdruck daran. Das heißt also, dass Sie davon ausgehen, dass die Tote eine Affäre mit diesem Mann gehabt haben könnte? Ich meine, dann ist das eventuell der Täter, dann ist es der Mann, den wir suchen. Und ich meine, vielleicht wollte Frau Schmitz sich von ihm trennen und er hat sie dann aus Rache getötet. Naja, oder Ihr Mandant hat Wind von der Sache bekommen und ist einfach durchgedreht. Das ist mindestens genauso wahrscheinlich, wenn nicht sogar noch wahrscheinlicher. Da bin ich jetzt nicht einer Meinung mit Ihnen. Also ich bin mir sehr sicher, dass mein Mandant hierüber keine Kenntnis hatte. Aber ich meine, nichtsdestotrotz, ich meine, wir müssen diesen Mann finden, so oder so. Ja, wenigstens in dieser Hinsicht sind wir einer Meinung. Ich würde mir ganz gerne noch ein Foto von dem Bild machen. Gerne. Unterstellt, die Tote hätte wirklich eine Affäre mit dem Mann auf dem Foto gehabt, dann würde das auch ein Grund dafür sein, warum die Polizei bisher keine Einbruchsspuren gefunden hat. Denn dann hätte Frau Schmitz den Täter eventuell freiwillig ins Haus gelassen. Ich meine, wenn ich nochmal über das Foto nachdenke, dann sah der Mann auf dem Foto auch sehr sportlich aus. Eventuell kannte die Tote ihn aus dem Yoga-Studio. Auf jeden Fall werde ich Mila und auch der Frau Jeske dieses Foto noch einmal zeigen. Ich hoffe einfach, dass die beiden mir weiterhelfen können.